Ich bin Sebastian Papalier, spiele in der U17, bin Kapitän und spiele auf der ZDM-Position. Ich bin Joshua Schwirten, ich spiele auf der 6 mit dem Sebi zusammen und übernehme eher den offensiveren Part. Ich bin Jan Thielmann und spiele rechts offensiv und sorge da vorne für Tempo. Jan? Ja. Ja. Nein, du niemals. Ich bin derjenige, der chillt. Ich würde sagen, ich bin am entspanntesten. Also hier Sebastian, der ist immer ein bisschen aufgeregt und macht sich an vielen Sachen heißer, als er eigentlich sein muss. Und ich bin dann ganz entspannt. Das ist halt ein geiles Gefühl. Ich glaube, seitdem ich hier beim FC bin, eigentlich das Größte, was ich hier so miterlebt habe. Das hat, glaube ich, noch nicht jeder hier geschafft, beim FC vor so vielen Zuschauern spielen zu können. Und es war dann halt einfach in dem Moment nochmal ein Zeichen dafür. Es hat uns gezeigt, dass wir eine atemberaubende Saison, eine überragende Saison gespielt haben. Also das Klima der Mannschaft war immer schon gut und durch die Halbfinalspiele umso besser. Und da baut sich gerade eine Familie zusammen und das ist sehr schön zu sehen. Boah, das ist frech, ey. Das ist frech. Auf jeden Fall ganz klasse. Das ist so frech. Deswegen darf der auch nie Musik anmachen. Der hört nur italienische Musik. Ich will auch keine Musik anmachen, das ist überall. Er hört seine besser so romantischen Lieder, die er dann auch alleine, glaube ich, hört. Das ist völliger Spaß. Ich bin eigentlich breit aufgestellt, was das betrifft. Aber eher schon italienisch. Wir brauchen eigentlich schon Rap, also sowas, was uns aufpusht, was uns ein bisschen aggressiv macht. Weil sonst können wir auf dem Platz auch keine Leistung bringen, wenn wir so Lieder hören, wie er hört zum Beispiel. Ganz klar. Also wenn mal Witze gerissen werden oder es mal peinliche Aktionen gibt, da bin ich, muss ich sagen, auch das öfter mal vertreten, egal ob in der Öffentlichkeit oder in der Kabine noch ein bisschen mehr als außerhalb, aber... In der Kabine ganz klar, also das... Es ist schon immer spaßig in unserer Kabine, es ist auch manchmal gut, dass es in den eigenen vier Wänden bleibt, weil da passieren auch Sachen, die dürfen einfach nicht raus. Gattuso, zwar spielt er nicht mehr, aber wird für mich immer der... mein größtes Vorbild bleiben, weil er einfach über die Mentalität kommt, über die einfachen Sachen und sich in die Zweikämpfe wirft. Ich unterscheide mich, sag mal, mit allen Spielern ein wenig in anderen Sachen und deswegen finde ich, gibt es kein wie ich sein möchte, sondern es gibt halt einfach nur eine Richtlinie an Lässigkeit und Lockerheit, die ich halt an den Tag legen kann und das finde ich halt, bringt Ibrahimovic mit sich. Ich habe jetzt groß, ich werde auch des Öfteren mit ihm verglichen. Einfach weil er so ähnlich ist wie ich. Einfach wegen seiner Spielweise, eher ruhiger, nicht wirklich zweikampfstark, aber er fällt halt durch seine Passquote und so. Das ist weg. Ich kann es auf keinen Fall sein. Ja, da sind wir uns einig. Ganz klar. Josh hat die beste Technik. Egal ob im Torschuss oder im Passspiel oder sonst was, er bringt eigentlich immer die Bälle an den Mann. Das kann ich von mir selber nicht wirklich so behaupten. Aber von Sebi kann ich es auch nicht behaupten. Ich darf gar nicht reden bei dem Thema. Also, da bin ich raus. Kommt schon. Ganz klar. Nein. Sind wir uns, glaube ich, alle ein. Habt ihr ein Beispiel? Nein. Ja. Jetzt gerade nicht, aber man sieht schon. Also sprich schon Witze, aber ob die jetzt wirklich landen oder nicht. Meistens eher nicht. Ne? Ich verstehe die nicht. Ja, also. Die sind einfach nicht witzig. Jungs, ganz einfach. Ja, wir sind alle drei vergeben, deswegen. Das stimmt auch. Ja. Ich finde, Josh kommt sehr gut bei dem Mädels an. Aufgrund seinem Stil und seinem Aussehen. Ist halt so ein kleiner Bubi. Und der ist halt auch mal. Kann auch süß sein, glaube ich. Ja, ich muss mich selber pushen. Ich glaube, von uns bin ich der Dunkelste.
Und das heißt, dass du der... Ich glaube, viele Frauen hier in Köln stehen auf Südländer. Okay. Und nur hier in Köln. Ja, ich glaube, Jan schnappt sie mit seinem Humor. Ja. Wir haben Bayern 4-0 geschlagen, das kann nicht jeder von sich behaupten. Und es ist einfach... Dortmund ist eine Mannschaft, von denen hängt es auch ab, wie die am Tag selber sind. Die können mal Weltklasse sein, aber die können auch mal zu schlagen sein. Und dann muss es einfach der Zeitpunkt da sein, dass wir die schlagen können. Und wenn wir die Qualität auf den Platz bringen, die wir gegen Bayern auf den Platz gebracht haben, dann bin ich der festen Überzeugung davon, dass wir die auch schlagen können. Ich erwarte am Sonntag ganz klar, dass wir unsere Leistung abrufen, wie immer. Und dass wir wie jedes Spiel konzentriert alles angehen. Und ja, wir wollen die Schale hochhalten.